Der Fürbot braucht einen neuen Namen. Wenn ich den Fürbot irgendwo erwähne, die Leute fragen, was? Verein zur Förderung des öffentlichen bewegten und unbewegten Datenverkehrs. Und dann überlegen sie alle, wie sich das aus der Abkürzung ergibt und sind eigentlich noch verwirrter als vorher. Wir brauchen halt einen tollen neuen Namen, was bei uns recht schwierig ist, weil wir eben nicht so ein eingegrenztes Feld haben, für was wir eigentlich stehen. Big Brother Awards hat sich schon prima groß angehört. Fürbot hat mir gar nichts gesagt. Es kommen die ulkigsten Aussprachen zustande. Ich fand am Anfang das eigentlich komisch, dass wir einen neuen Namen haben wollen, aber inzwischen bin ich davon überzeugt, dass wir einen neuen Namen brauchen. Wir haben verschiedene negative Erfahrungen mittlerweile mit dem Namen, weil der Leidensdruck ist jetzt so groß, sonst würden wir den Namen nicht ändern. In der Aufmerksamkeitsspanne von Menschen da draußen, die man erreichen möchte, ist einfach kein Platz für irgend so was Komisches, Skurriles wie Fürbot. Boah, diese Aktion, das habe ich doch schon mitbekommen. Wie hieß nochmal Ihre Organisation? Und da der Name auch wirklich nicht so wichtig ist, deswegen haben wir uns ja damals Fürbot genannt, weil es eben unwichtig sein sollte, zeigt dann eben auch, okay, dann muss dieser Name halt weg und ein viel besserer her. Verein zur Förderung des öffentlichen bewegten und unbewegten Datenverkehrs ist eine Parodie auf die abstrusen Abkürzungen der Deutschen Bundespost, als sie noch für die Telekommunikation zuständig war. Es gab sowas wie den bewegten und unbewegten Landfunk. Und da uns auf die Schnelle nichts Besseres eingefallen ist, dachten wir damals auch einfach, ist doch egal, wie dieser komische Verein heißt. Das ist ja eh nur sowas Bürokratisches, so ein e.V. Und wichtig ist doch, was wir machen. Es gibt eine ganze Menge Gründe, warum der Fürbot einen neuen Namen braucht. Ein Punkt ist, dass der Name sperrig ist. Er ist jedes Mal zu buchstabieren, er hat einen Umlaut, er ist im Englischen nicht einfach auszusprechen oder auch in anderen Sprachen nicht. Es entsteht kein Bild im Kopf, wenn Leute diesen Namen neu hören. Also ich habe den Namen oft geschrieben. Und habe jetzt erst vor kurzem gelernt und mir auch gemerkt, wie er tatsächlich geschrieben wird. Großes F wie Friedrich, kleines O wie Otto, kleines E wie Erna, großes B wie Bertha, kleines U wie Ulrich, großes D wie Dora. Ja, Fürbot e.V. Genau. Die Leute behalten einfach nicht den Namen. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ich habe meiner Mutter, ich weiß nicht, 6-mal am Telefon erzählt, ich gehe heute Abend zum Fürbot, und sie hat gefragt, hey, wo gehst du hin? Typischerweise tauchen wir halt in Zeitungsartikeln nicht auf, auch wenn wir sozusagen die Leute waren, die ganze Aktion gestartet haben. Das heißt, der Fürbot kriegt die Credits gar nicht für Sachen, die er selber tatsächlich gemacht hat. Das ist natürlich schwierig, wenn wir was erreichen wollen und dann der Name nicht hängen bleibt. Es gab in der Zeit eine sehr ausführliche Geschichte über Leute, die im Netz Politik machen. Da gab es Porträts von 6 Personen und ich war eine davon, war groß aufgezogen. Ich hole mir die Zeitung und sehe, dass unter meinem Bild steht, Rena Tangens macht dies und das. Ihr Verein in Bielefeld macht und ich war die Einzige, deren Organisation nicht namentlich genannt war. Das ist der Mechanismus, dem halt sozusagen unsere Credits ganz oft zum Opfer fallen. Das verhindert halt, dass uns Leute unterstützen, weil sie sagen, ich finde eure Arbeit toll. Denn um zu sagen, ja, ich spende für euch und ich unterstütze das, was ihr macht, ich werde vielleicht Fördermitglied, muss ich erstmal eine Ahnung haben, was die Organisation überhaupt macht und dass die für Dinge zuständig ist oder dafür verantwortlich ist, was geschafft hat an Inhalten, die mir wichtig sind. Das kann ich schon nachvollziehen. Es ist ein schwieriger Name und er hat sich halt bis jetzt auch hauptsächlich in der Datenschutzbewegung irgendwo rumgesprochen. Der Fürbot ist eben aber nicht nur ein Verein für Datenschutz und Bürgerrechte oder so, sondern wir setzen uns ein für eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter und das ist ein bisschen mehr. Viele Leute kennen den Fürbot. Aber andererseits gibt es Millionen von Leuten, die den Fürbot noch nicht kennen und die ihn vielleicht eher kennen würden, wenn er einen anderen Namen hätte. Wenn der Chaos Computer Club den Staatstrojaner entdeckt oder wenn Greenpeace findet, dass Pestizide bei Lidl im Gemüse sind, dann erscheinen die auch in der Titelzeile. Der Fürbot dagegen steht außer bei Szenemedien halt nicht in der Headline, weil der Name so erklärungsbedürftig ist. Und wenn wir einen Namen hätten, der sprechen würde, also wo man dem Namen schon entnehmen kann, was wir eigentlich tun, dann wäre das sehr viel einfacher. Ich kann Renas und Faluns, beziehungsweise hauptsächlich Renas Standpunkt sehr gut nachvollziehen.
dass es halt einfach immer wieder ein Kampf ist, diesen Namen zu verkaufen. Das Echo ist ganz gemischt. Also einige meinen, der Name sei ja schon doch irgendwie etabliert und sind ganz stolz, dass sie jetzt geschafft haben, ihn sich zu merken. Den langen Namen kann ich ihm immer noch nicht merken. Ansonsten bekommen wir sehr viel Feedback von Leuten, die sagen, oh, endlich, ja, der Name ist furchtbar und mach das unbedingt. Also ich hänge mit dem Herzen durchaus noch am Namen. Ich selber fand ja eine Namensänderung ganz furchtbar, weil ich den Namen Phoebo total gut leiden kann. Aber ich habe mich einfach von den Realitäten überzeugen lassen. Es geht nicht mit so einem Namen. Also ich persönlich würde den Namen nicht ändern, weil der Name inzwischen, ich sag mal, ein bisschen auch an Bedeutung gewonnen hat. Er ist bekannt, wobei ich ihn nicht besonders toll finde. Ich kann verstehen, dass Leute an dem Namen dran hängen, weil sie ihn, den Verein auch schon so lange begleitet haben und Teil davon sind. Und die erleben aber nicht die Schwierigkeiten, die wir täglich haben, am Telefon den Namen zu buchstabieren, Journalisten zu erklären, wer wir sind, oder Politikern. Ja, man kann natürlich öffentlich dazu aufrufen, reicht Vorschläge ein, wie können wir uns nennen. Aber vielleicht reicht es auch schon, wenn man einfach in einer kleineren Gruppe mit Leuten, die den Phoebo kennen, die wissen, was der Phoebo macht, so ein Brainstorming macht und einfach mal ganz wild irgendwelche Namen sammelt, einfach mal alles, was einem einfällt zum Phoebo. Und dann guckt, ob man daraus einen Namen basteln kann. Was ist das, was fehlen würde, wenn es den Phoebo nicht gäbe? Was ist das Einzigartige am Phoebo? Und das möchten wir gerne rauskitzeln und das möchten wir in einen Namen gießen. Letztendlich muss es ein Name sein und das wird hart und haarig, aber irgendwie, glaube ich, finden wir dann eine Entscheidung zum Schluss. Auf Englisch soll er verständlich sein, die Domain erhältlich und der Name sollte sprechen. Also er sollte Leuten, die vorher noch nie was vom Phoebo gehört haben, halt auch vermitteln, was wir eigentlich tun. Wenn wir Leute fragen, was ihnen zu dem Namen einfällt, dann nehmen sie immer weiter unsere Buchstaben Phoebo und lassen sich dann neue Erklärungen für diese Abkürzung einfallen. Das hilft aber überhaupt nicht weiter, weil nach wie vor der Name Phoebo eben wie eine Abkürzung aussieht und genau deswegen immer nachgefragt wird. Das macht den Namen kompliziert. Die englische Verständlichkeit ist nicht da und ein Name wie Förderverein Bürgerrechte und Datenschutz würde uns wirklich einschränken. Da machen wir einfach wesentlich mehr. Ich denke, wenn wir anlässlich der 25-Jahr-Feier mit einem neuen Namen ankommen, wenn wir alle unsere Kontakte, also sowohl Pressekontakte als auch alle unsere Unterstützer anschreiben und ansprechen und ihnen mitteilen, dass wir jetzt einen neuen Namen haben, ist das auch nochmal eine Gelegenheit, uns in Erinnerung zu rufen. Ich werde dem alten Namen ewig hinterher trauern und ich bin sicher, dass wir die Domain nie aufgeben werden und dass wir immer noch schaffen werden, unter phoebo.org auch erreichbar zu sein. Das lässt sich ja Gott sei Dank sehr gut machen. Und irgendwo werden wir auch immer einen Hinweis mitführen, dass wir früher mal Phoebo geheißen haben.